Hey Leute, wer kennt sie nicht mehr von früher? Gerade die Fernsehliebhaber unter euch werden bestimmt noch die Namen kennen. Rüdiger von Schlotterstein und Anton Wormsack. Genau, die Rede ist vom kleinen Vampir. Ganze 40 Jahre ist es nämlich bereits her, dass das erste Buch erschienen ist. Und jetzt kommt wieder ein neuer Film ins Kino. Und diesmal ist es ein animierter Film. In dem Zeichentrick geht es darum, dass Rüdiger mal wieder zum 300. Mal mindestens seinen 13. Geburtstag feiert. Ist doch nur öde. Jedenfalls will er das mit seinem Bruder feiern. Die beiden fliegen durch die Nacht. Ein Vampirjäger-Du will die beiden, nachdem sie so gesehen haben, natürlich jagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Freund Anton, der ja bekanntlich ein Mensch ist, Rüdiger helfen kann. Aber mehr dazu verrate ich bestimmt nicht. Wer es sehen möchte, sollte sich den Film lieber doch selber im Kino ansehen. Ansonsten ist es ja doch irgendwo schade, ne? Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Abend und wenn es dann erstmal soweit ist, viel Spaß mit dem Film. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.